him. But we will try and we will see in the end of the race with the used tires how we can manage. Thanks, Mark Marquez. I think 100,000 cross your fingers for you. Und was für eine coole Socke, Mark Marquez. Da macht noch ein Witzchen. Ja, fühlt sich hier in Hohenstein-Ernstthal ungefähr so wie die vielen Deutschen auf Palma de Mallorca. Also, sein Cousin zeigt mir an, keine Interviews. Natürlich akzeptieren wir das. Natürlich respektieren wir das. Aber trotzdem, vielleicht können wir mal ein bisschen Applaus absondern. Jonas Folger auf der 5 mit der Tech 3 Yamaha, der hier, wenn er so startet wie in Barcelona, sicherlich ein gutes Rennen hinlegen wird. In der Position. Jack Miller ist 13. Loris Bassa 14 und Bradley Smith. Und ab geht die Post. Start ist freigegeben und von der Pole Position geht weg Marc Marquez und presst ihn nach vorne. Aber das Schwestermotorrad Dani Pedrosa, die zweite Repsol Honda, geht auf 2. Dahinter mit einem Lorenzo. Ich wollte gerade sagen, das war eine Bremse Ducati. Richtig erschrocken von 6. 4, Pedrosa 5, Quattro 6. Rossi. Und die beiden erstmal raus dann auf 8 und 9. Genau, Dovizioso auf der 10, da habe ich mich verguckt. Ja. Im Augenblick in den Punkt und Amica Gallio vorbei an Ducati auf die Werks Ducati von Lorenzo. Mit den beiden Werksonders. 13 Siege, zwischen die er sich hier hineinpresst. Petrucci. Häuschen da draußen. Jonas Folger führt in diesem MotoGP-Lauf mit 24 noch zu fahrenden Runden. Hoffentlich ist das.
Klasse abbrennt. So gehört sich das, mein Junge. Ciao.